So, schauen wir mal nach. Was haben wir denn hier? Nur eine einzige Wache vor diesem Ava said it'd be Lager. this way. Das haben die aber falsch übersetzt. Nicht, dass es so sein würde, sondern diesen Weg lang. Oh, überall kleine Schließfächer. Schließfächer. Gott. It's down here. Closed. The guns are through that door. Ja. Und Locked. verschlossen. No time to look Natürlich. for a key either. Ich dachte, Ava hätte einen. Ich meine, ist sie Have to doch do this the die hard way. Vizechefin. Das könnte laut werden. Ja. Aber ich habe ja keine Wahl. Aua. Warum jetzt? Egal. Kaputt. Was haben die da für Türen, Postamt? Obwohl die lagen wahrscheinlich auch normalerweise Wertgegenstände und sonst was. Okay, früher zumindest. Bevor es eine zombie-apokalyptische Waffenwerkstatt war. Ach, na gut, eine Nahkampfwaffe mit Reichweite sollte man immer haben. Und ich sag mal, in einer Zombie-Apokalypse sind gerade stumpfe Schlagwaffen gut Put these in geeignet. your bag. Sollte er diese riesige Waffe in seinem Rucksack verstauen? Ha. We never done this before. Just you and me. We make a pretty good team, right? The uncle nephew one-two punch. Ja. Yeah, we do. Oh. Sorry to scare you. When we get back to Eleanor's, we need to talk to those people about doing the right thing by this place. Aber wo ist denn Clem I'll hin? meet you at the entrance. Oder ist sie wirklich abgehauen, nachdem sie Eleanor gefunden hatte? Habe ich das jetzt schon vergessen? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit irgendeinem Wagen aus der Stadt entkommen konnte. Ach genau, die wollte doch AJ suchen. Dr. Lindgren oder wie der hieß. Schnell, Come verstecken. here. Guck durch den Türspalt. Okay. Ich könnte nicht erkennen, wer es ist. Freeze! Ja, haben wir jetzt längst schon Get away helfen from him! können. Oh, Hilfe! Quick-Time-Events! Was? Ernsthaft? Wo drücke ich denn überhaupt noch A, wenn mir das Messer reinrammt? Javi, you're bleeding. Are you okay? Danke, Oh my Mr. God. Obvious. Oh, damn it, Gabe. Does it fucking look like I'm okay? Oh, I'm sorry. Jeez, I can't leave you guys alone for 2 minutes, can I? Nee. You still alive? Yeah. Just passed out. Starting to think siding with you might have not been the best idea. Toss Lee and Penny Maybe. in the closet so nobody sees them. Ach so, ich muss aktiv ihn ziehen. Sache, im Prinzip sind die Let me see that hand. Telltale-Spiele alle eine It's really Visual bleeding. Novel You're gonna need geworden. that taken care of. Shit. No, it's okay. Lingard and David are close friends. We can count on him to Was auch help nicht you. verkehrt sein Medical muss, facility is wenn die right Geschichte nearby. gut ist. It'll be quiet this time of night too. Okay, but let's be quick. Nimm das Messer mit, das kann man gebrauchen.
Dann nicht. Es kommt mir sofort, wie das Spiel relativ schnell voranschreitet. Not these, but some models. Javi, it's probably best if Lingard doesn't see these guns. He and David might be tight, but he's still part of Richmond's leadership council. I'll keep watch with Ava. Okay. Warum sollte mir Lingard helfen? Ich sollte ja eigentlich gefangen sein. Ach. Er ist immer noch ein Drogenjunkie. Shit, Javi, what happened to you? Ran into a little trouble. Wow, that looks like it must have hurt. Das klemmt immer noch da. Die hat lange gebraucht. Dafür, dass wir im Gefängnis saßen und umgeguckt haben. Looking for something? Sort of. I know this looks bad, but it's not like... It's not like what? I'm just here to talk to Lingard about where AJ is now. Anyway, I can't leave Richmond with that herd out there. Something tells me Lingard doesn't care what you're doing. He's been out of it since I got here. He's alive. Er schnarcht ja auch. That's gonna need more than just cleaning, Javi. I can stitch that for you. I can't promise it'll look great once it heals. All right. Die Frage, du hast schon mal sowas gemacht. But if I lose my arm, that's on you. In den letzten Jahren hier. You'll be fine. I've dealt with worse. Die alleine unterwegs war. Let me see if I can find a needle and thread for that. Kann er sich doch sowas denken? Clem, are you okay? I'm fine. Ach, was hat sie jetzt? Bleeding. Ach. I know it's a thing. I've traveled with women before, and they all had it. Sie hat ihre Periode bekommen. Clem wird zu Frau. I mean, like, why is it? I just. Don't understand. It means you're growing up, blossoming into your, you know, like womanhood. Your body is developing and then bekommst Brüste. It'll be okay. Naja. Okay. Du könntest Kinder bekommen. I can take you back to Kate. She can help you with. Wie alt ist die jetzt da? Javi, worry about yourself right now. 15? War doch noch ein bisschen jünger. We need to find a needle and thread to stitch you up first. Right. Man hätte sie auch ihre Spätperiode bekommen. Andererseits in solchen Stresssituationen kann der Körper es auch zurückhalten, ne? Die ganze Entwicklung biologisch von wegen, es hat keinen Sinn jetzt Kinder zu bekommen, weil es zu gefährlich ist. Penicillin. Not what I'm looking for. Wonach suchst du denn? Öffne einfach wild die Schränke. Not much left. It looks like painkillers are in high demand. I wouldn't steal any medicine if I were you. It really doesn't go over well. Also wenn selbst Clem das sagt. No thanks. Das war jetzt letztes Mal eine Notlösung, als sie das geholt hat. Und jetzt brauchen wir die nicht unbedingt. All sterilized and ready to go. Also wirklich steril sah das nicht aus, ehrlich gesagt. Just pills. Ja, und was für welche? Einfach mal alles durchwühlen, solange der Doktor noch Hayam Bubu macht. Here we go. Ehrlich? Da war da Binden drin? Oh Gott. Kann ich Clem die auch geben? Scheinbar noch nicht. Hey, this is just what you're looking for. They help you handle it. Kate will take care of you. Ja. Das ist wohl das Beste. Think I remember how to do this. Naja, eine Wunde zu nähen ist jetzt nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Weil ich weiß aus Erfahrung, das ist natürlich bei den ersten Malen ungewohnt. Look, I know I'm probably not the best person to talk to about that stuff. Dennoch relativ you weren't that bad. Nicht so schwer. Thanks for, you know, being es sei denn, man möchte natürlich ein
Künstler sein und besonders schöne kleine Narben machen. You could become a mom, if you wanted. Funny. I already felt like a mom. Hat das wieder keiner korrigiert, die Übersetzung? Jane said I was more of a mom than she'd ever be. Jane. Auf die habe ich richtig Hass, dass sie sich so aus dem Leben stiehlt und Clem alleine lässt mit AJ. This stinks. Literally and figuratively. At least this is the last of them. From here on out, we have Hal's to ourselves. Yay! Sounds eigentlich nice, right? Gut. Now we just need some disinfectant. I don't know. It could get a bit lonely. Oh, riesiges Loch für Arschfresser. Ekelhaft. Ugh. This is the kind of shit Kenny was capable of. Carver deserved what was coming to him, of course, but that's just... Carver war das? I don't know how you could even watch that. Must have been brutal. And the sounds he war must Carver make, nicht ganz ugh. Woanders? He did so many bad things to so many people. I wanted to see him suffer for it. Wir sind doch nicht wieder dort, wo wir damals in der zweiten Staffel geflohen sind, oder? Let's get out of here. Boah, never want to look at that sick fuck's body again. Ist schon again. Zu lange her. Muss ich ehrlich zugeben. I've got the little goofball. Hope he hasn't eaten too recently. He hasn't. Good. The last thing I need is to be covered in puke again. Don't puke on me, kid. You hear me? Tja. So ist das mit Babys. Ach. Die habt ihr auch vorher nicht gesehen, merkt, gehört. Remember what I taught you. Typisch. Sweep and stand. Und hack. Zu langsam. Und manchmal ist das Drücken auch so fake. So schnell ging das gar nicht. Wie ich hätte drücken müssen. Nein, nein, bleib da. Das ist ein Zombie. Beweg dich. Hallo? Danke. Und alle anderen habt ihr selber umgebracht. Und darunter geworfen. Come on, we can get out this way. So ruhig die Folge irgendwie. I was pretty worried about you back there. But I guess I didn't need to be. You had things handled. Like usual. That's because I learned from the best. I'm glad you're okay. Eigentlich jetzt mich bei der einschleimen bräuchte ich ja nicht. Die ist ja eh weg. If only Rebecca could see you two together. You guys don't even need me. You just get in the way. Was zur Hölle? More than capable on your own. You proved that back there. You're family. We're all family. Rebecca would feel the same way. Sie wird sich das merken. Wahrscheinlich Clem, die das gesagt hat. Weil wir wissen ja, Jane muss sich das nicht mehr merken. He wants his other mom. Thanks, Clem. We'll always have each other. Tja, wenn sich da nicht jemand einfach feige aus dem Leben stehlen wird, er würde. Ah, ich weiß nicht, ich habe so einen Hass. 13 Monate später. Das ist erst ungefähr... Okay, das, was sie alleine ist, muss das nach der Sache mit den AJ-Geschichte sein. Das heißt, es ist vielleicht maximal
anderthalb Jahre und 13 Monate, wirklich bis über ein Jahr her, die Geschichte. Ich dachte, wir wären mehrere. Ich dachte, wir sind 3-4 Jahre. Weil AJ doch schon so groß geworden ist. Also kam mir zumindest so vor. Aber scheinbar war auch Clem sein erstes Wort. Und oh, dann würde das vom Alter her doch passen. Come out of there now. Alright, alright. It's just me. Nur du. Ja gut, du warst nett. What the hell do you want? Entschuldigung. I'm really glad I found you. Clementine, I know this is hard. I'm so sorry about what happened with AJ. Really, I am. Tell me he's okay. Please. He's as good as he can be. Which isn't great. Toll. Look, it's not much, but here. Ein paar Waffen, bisschen Nahrung, das wäre gut. Ah. Tutsi Chili, was immer das ist. Achso, scheinbar nur. Chili in Dose. AJs Zeichnung, oh. Ein bisschen Wasser. Und was nehmen wir? Was ist wichtig für uns? AJ. Was auch immer das sein David soll. David wanted you to have that. AJ drew it. Was zum Teufel ist das? Now you're just screwing with me. No, Clem. We just... Am I supposed to just thank you for this? We just thought you'd want something to remember him by. Listen, it's dangerous okay. out here, and right now, you're hurting. Sie hat das auf das Ganze bezogen, whatever nicht auf das do, Bild. You can't let what happened get to you. You need to keep a level head. Plan for after that. You're strong, but that won't get you far if you don't know what you're doing. I could maybe find some others. Town or something. We all have to fit in somewhere, right? Ach, bisher hat es nicht geklappt. Doesn't mean you won't find happiness somewhere else. Don't stop looking. For me, staying alive has always been about finding people I could trust as much as they trusted me. That's what the new frontier has been. A silver lining. Made me feel worth a damn. Kept me going in the worst of times. You'll find yours. I know you will. Someone or something. I used to have Lee. You never mentioned him. Was? He took care of me for a while. Every time I would look at AJ, I could hear him in my head. Sweet pie. Guiding me. He's still with you, you know. Here. Ja, das sollte sie so auch wissen. AJ. From the first time we met, right here, surrounded by absolute hell. You and AJ were a light in the darkness. Hope for a better world. Ach, und That's jetzt nicht who mehr? You are. Promise me, you'll never lose that light. Please. Wenn ihr so Scheiße macht. Special, Clem. Aber wir versuchen es. Wir sind Clem. Okay, I promise. You're a tough kid. Don't change. I should get back before anyone notices I'm gone. Those good people you mentioned before, the ones you said would be out there, well, there's an old airfield about 10 or so miles south of here. Prescott. There are definitely good people there. I'm sure they'll take you in. Warum habt ihr I'll miss having you around. Dann nicht euch mit denen zusammengetan. Sie war okay. You're going to be okay. Thanks, Ava. Good luck out there, Clem. Ich kann Ava wirklich nichts Großes vorwerfen. Also auch wenn die Sache da mit AJ war und dass sie ihn nehmen wollte. That's what keeps me going. Aber there's things I have to stay alive to do. So, what do you think?
Och, es wird gehen. I think I'm getting better. I owe you one. Add it to the pile. You coming? I still have to ask Lingard about AJ. Dann hoffen wir, dass seinen Rausch ausgeschlafen hat. Natürlich. Hello, Clementine. Javier. Thought you were rotting in a cell with David. There any chance he got out too? I hate to think about what Joan might do to him. Oh, man. Joan took him before I got out. I haven't seen him since. That poor bastard. He's not getting out. Guess there's only one sure way to get away from Joan these days. Sie töten? Why do you care if David got out? He deserves what's coming to him. Hey. If you think that, you don't know David. I know he's the reason I lost AJ. When ja. AJ recovered, David was the one who stepped up. Took personal responsibility for that kid. You say that like it's a good thing. I really doubt he was a positive influence. David's the reason the kid's better off now than he's ever been. Und wo ist er dann? You can be as mad as you want about how things panned out. Clem can be the judge of that. She doesn't need to be. As a doctor, I'm telling you, he's in better shape now than when I first saw him. That was because he was sick. He would have stayed sick too if I had listened to you, doctor. Das stimmt. I stand by what I said. If David's taken such good care of him, why did he tell me to ask you where AJ is? That's what this is about then. You want to know where the boy is? Sicher. Schieß los. What do you want? I just want to die. Ich hab's mir schon gedacht. I want you to inject this into me. Hang in there. Tomorrow's another day. I can't. Und warum? When your brother found me, he got me to care about everything I'd given up on. My life. Other people. Even ich dachte, die Spritze war gerade noch voll und jetzt ist sie wieder leer. Without him around. Da hat irgendwer nicht aufgepasst mit Programmierung. Just tell me where he is. Then you won't have any reason to do it. Das war ja die Frage. I have to know. I've been looking for too long. I can't lose him now. Not when I'm this close. All right. I'll do it. Das Dumme ist, wenn ich von dieser Welt, wenn die Leute sterben wollen, well, where is he? Sind sie eher eine Behinderung, wenn sie halt im Leben gelassen werden und man ihnen wirklich nicht mehr helfen kann. Aber es hört sich so hart an. Aber meine ich das gar nicht. He's really alive. Don't forget to stick around to handle the after part. I don't want to become one of those monsters. Die Frage ist, ob er wirklich davon sterben wird in dieser Dose. And your friends. Ach, wie unerwartet. You better hope she doesn't. I've got it. Ach, Doktor, es tut mir leid, aber du wolltest es so.